Ja, die Mutter Helvetia hat wieder mal ein Problem mit einem von ihren Lieblingskindern. Es ist manchmal zu laut, es kommt dauernd zu spät und das mit dem WC funktioniert auch nicht so richtig. Mit anderen Worten, SBB. Ja. Und man weiss, wie es SBB macht. Einfach Türen zutun. Wenn es einfach nur so Türen zutun, da klappt hinten und vorne nicht. Ja, liebe SBB, Türen im IC offen lassen. Das haben wir nicht gemeint mit der Forderung «mehr Wagen». Nein. Wir haben mehr Zugwagen wollen, nicht mehr Mut. Mut haben wir ja schon genug bewiesen, als wir Andreas Meyer als CEO eingestellt haben. Meine, das ist doch eine einzige Stellwerkstörung. Wenn man einen Millionenlohn ausstellt und gleichzeitig das Gesamtwerk wie gestört zu Tod spart. Gut, das Problem ist ja, dass es zu wenig Lokführer hat. Und ich verstehe es. Ich meine, ich verstehe, das ist ein harter Job. Man wird ja je nachdem unfreiwillig zum Dignitas-Mitarbeiter des Jahres. Und darum muss man halt die Leute am richtigen Ort rekrutieren. Zum Beispiel Zürcher Tramchauffeure. Dort werden ganze Linien nicht nur hintergezogen, sondern gestrichen. Ja, und mit Weichen kennt man sich auch bestens aus, wenn man in Zürich arbeitet. Ja, oder Leute, die gratis kommen, arbeiten können, weil sie das Geld gar nicht brauchen. Zum Beispiel Martina Hingis. Die hat auch schon mal für Zug geworben und weiss, wie man den Service Public macht. Oder so ein ehemaliger Bachelor. Mein Dad kennt sich wirklich aus mit öffentlichem Verkehr. Ja, und er bedient ja auch etwa das intellektuelle Niveau von der ersten und der zweiten Klasse. Oder Theresa May, die braucht auch wieder SBB, um sich darum zu kümmern. Und bei ihr wird sicher niemand den Exit schaffen. Und die Lokführer, die sucht man natürlich auch im Deutschen aus, zum Beispiel den Björn Höcke. Und der hat ja einfach gerne einen Beruf, wo das Wort Führer vorkommt. Und warum nicht der Andreas Meyer selber? Als CEO hört er ja auf, aber als Lokführer könnte er mal richtig vorne herstehen. Er würde in den Schienen bleiben, er könnte das Leben in vollen Zügen geniessen und er wüsste, Passagier und das Personal, die stehen wirklich hinter ihm.